In einem Raum ist in die teils holzgetäfelten Wände ein großer Monitor eingelassen. Darauf steht: Übergang von der Werkstatt oder der Schule in den Beruf gestalten. Die Wände ziert ein gelber Streifen mit der grau-roten Aufschrift BGW Forum 2021 sowie das dunkelblau-schwarze Logo der BGW, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Mittig im Raum steht ein Tresen, daran sitzt hinter einem Laptop Sonjica Doncic von der BGW. Etwas abseits sitzt Achim Ciolek, Geschäftsführer der gemeinnützigen Hamburger Arbeitsassistenz. Frau Doncic hat schulterlanges braun gelocktes Haar. Sie trägt ein schwarzes Oberteil mit gekräuseltem Kragen und goldenen Knöpfen. Herr Ciolek hat graumeliertes kurzes Haar und eine Brille. Über einem hellblauen Hemd trägt er ein dunkles Jackett. Herzlich willkommen im diesjährigen BGW-Forum zum Thema Sicher und gesund in der Behindertenhilfe. Mein Name ist Sonjica Doncic und ich werde Sie heute durch den Vortrag leiten. Sie erwartet heute ein spannender Vortrag zum Thema Inklusion, Übergang von Werkstatt oder Schule in den Beruf. Wir haben dafür etwa 100 Minuten eingeplant und werden nach der ersten Halbzeit eine kleine Pause machen. Während des ganzen Vortrages können Sie Fragen an uns stellen, die wir dann gerne beantworten werden. Nun darf ich auch schon zu Herrn Achim Ciolek überleiten. Er ist Geschäftsführer der Hamburger Arbeitsassistenz, von der Ausbildung Sozialpädagoge und Lehrer, ist Leiter und Initiator eines Modellprojektes und seitdem Geschäftsführer dieser gemeinnützigen GmbH. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Ciolek. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank, Frau Doncic. Für mich ist es auch ein bisschen ungewohnt. Sie haben ja jetzt auch gesagt, Fragen sind jederzeit möglich. Im Chat, wie ich jetzt erfahren habe, dazu. Ich freue mich auch wirklich, wenn wir trotz dieser besonderen Bedingungen, die wir haben, unter denen dieser Workshop oder diese Tagung durchgeführt wird, dass wir vielleicht zu einem regen Austausch kommen. Ich habe Ihnen, wo Sie jetzt ja auch von außerhalb zugeschaltet sind, erstmal zum Einstieg ein Bild aus Hamburg mitgebracht, was wir natürlich in einer Montage vom Hamburger Hafen mal vor 10 Jahren gefertigt haben. Auf dem Bild sind ausschließlich Teilnehmerinnen, Bewerberinnen von uns, die zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Arbeitsplatz waren. Und ich kann Ihnen sagen, dass bis auf 2 von denjenigen, die wir dort ausgewählt hatten, jetzt mit der Unterstützung, was ich Ihnen dann noch weiter erklären möchte, auch einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden haben. Vielleicht noch mal zu mir, wenn ich das immer höre, wo Sie gesagt haben, dass ich jetzt seit fast 30 Jahren an dem Thema dran bin, das erschreckt mich selbst, oftmals, wenn ich das höre. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen auch mal irgendwo im Rahmen dieser verbleibenden Zeit, was wir haben, vermitteln kann, dass, so wie, finde ich jedenfalls, dass eine Tätigkeit gewesen ist, solange man diese Arbeit der Inklusion, wie wir heute sagen, einbettet in sozialpolitischen Kontext und das auch als Herausforderung sieht, ist das eine super spannende Tätigkeit. Also ich würde sagen, mal die Zeit jetzt über Corona, die für uns auch eine große Herausforderung dargestellt hat, weggedacht, wäre ich spannend, dass auch noch weiter die Entwicklung der Inklusion, beruflichen Inklusion, durchaus 30 Jahre weiter verfolgen zu können. Das wird mir nicht möglich sein, aber es ist ein, wie ich finde, ein sehr spannendes Arbeitsfeld in der beruflichen Bildung und beruflichen Inklusion. Ich möchte Ihnen vielleicht mal ganz kurz sagen, ohne jetzt ja in dem, dass ich sämtliche Fragen nur auf die Hamburger Arbeitsassistenz beziehen möchte, sondern eher eben auf die Frage, zentrale Fragestellung, welche Möglichkeiten haben Menschen, die ansonsten ausschließlich auch in einer Werkstatt für Behinderte arbeiten könnte, welche Chancen haben die oder welche Unterstützung bräuchten die, um auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt überhaupt eine Chance zu haben. Wir sind, um ein paar Eckpunkte, wie wir vorgegangen sind, wir sind 1992
initiiert worden von einer Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für, damals hieß es Integration, den Begriff Inklusion gab es noch nicht, um zu sagen, um zu erproben an unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten, um Menschen aus den Werkstätten für Behinderte eine Chance zu geben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu werden. Dieses Modellprojekt, wir haben es mit 4 Personen begonnen, war finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und dem Integrationsamt Hamburg. Wir haben uns orientiert an einem Ansatz, der damals auch sprachlich noch gar nicht verankert war, an einem Ansatz unterstützte Beschäftigung. Auch in der Literatur oftmals Supported Employment, weil es auch im europäischen Raum mittlerweile eine relativ starke Vernetzung gibt, diesen Ansatz zu verfolgen. Zielgruppe unserer Tätigkeit sind insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und um vielleicht eine Grundidee, auf die ich nachher noch detaillierter eingehen werde, von der Idee von Supported Employment ist, vielleicht kann man sich es am besten vorstellen, heute sprechen wir von personenzentrierter Arbeit, dass wir sagen, die Leistung als solches, finanzieller und personeller Unterstützungsleistung, sollten weniger an die Institution als an die Person gebunden sein. Das heißt, die Person, die einer Unterstützung aufgrund behinderungsbedingter Einschränkung bedürfen, müssten sich frei bewegen können, egal ob sie in einer Institution arbeiten wollen oder in einzelnen Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Mit diesem Ansatz oder dieser Grundidee, die damals, wie gesagt, initiiert worden ist von einer Elterninitiative. Sie müssen sich vorstellen, diese Elterninitiative hatte eine gewisse Logik. Die Elterninitiative hier in Hamburg, Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Inklusion, ist in den 70er Jahren gegründet worden. Und da war der Fokus darauf gerichtet, Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung in Kindergärten und in Schulen voranzutreiben, inklusive Kindergärten, inklusive Schule. Das war damals noch, waren das kleine Modellprojekte. Naja, und die Entwicklung ist halt die, dadurch, dass auch Kinder mit Behinderung älter werden und die Schule irgendwann verlassen, kam dann 1992 die Fragestellung auf, was kommt nach der Schule? Ist nach der Schule der inklusive Weg beendet oder kann er irgendwo weiter gestaltet werden? Wir haben mit dieser Herausforderung dann seit 1992 vieles erprobt. Einiges ist schiefgegangen, aber vieles hat auch geklappt. Und man muss sagen, darauf komme ich später noch zu sprechen, wir haben auch sozialpolitisch Rückenwind gehabt für unsere Tätigkeit. Wir haben unterschiedliche Angebote entwickelt für diesen inklusiven Weg, um die berufliche Orientierung, die berufliche Qualifizierung zu erreichen für diesen Personenkreis und letzten Endes auch personelle Unterstützung, um die erlangten Arbeitsverhältnisse für den Personenkreis Menschen mit Lernschwierigkeiten zu stabilisieren. Ergänzend will ich dazu sagen, falls Sie sich vielleicht an dem Begriff unserer Zielgruppe, ich verwende den Begriff Menschen mit Lernschwierigkeiten, synonym zu dem der Begrifflichkeit, der ansonsten verwendet wird, Menschen mit geistiger Behinderung. Ich halte diese Begrifflichkeiten, dass wir von Menschen mit Lernschwierigkeiten sprechen, anstatt von Menschen mit geistiger Behinderung, kommt auch aus der Idee der selbstbestimmten Lebenbewegung, People First, die auch in dem Begriff der geistigen Behinderung eine Stigmatisierung sehen. Deshalb sprechen wir in unseren Konzepten und immer von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die Entwicklung ist weitergegangen, jetzt seit 1992. Einzelne Angebote werde ich Ihnen noch präsentieren können.
Wir haben im Augenblick 140 Mitarbeiterinnen bei der Hamburger Arbeitsassistenz, sind eine gemeinnützige GmbH geworden. Und von den 140 Mitarbeiterinnen, die wir beschäftigen, sind, ich schätze, ungefähr 125 berufspädagogische Mitarbeiterinnen darüber hinaus eben den Verwaltungsbereich. So viel Eckpunkte zur Hamburger Arbeitsassistenz. Ich frage mal Frau Doncic, ob da schon irgendwo von Ihnen irgendwelche Fragen, ergänzende Fragen eingegangen sind? Aktuell noch nicht, nein. Okay. Dann will ich Ihnen erstmal vorstellen, was mein Vorschlag wäre, was ich Ihnen heute anbieten könnte für die nächsten, die verbleibende Zeit. Ich würde, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz gerne irgendwo sagen, einen kleinen Rückblick auf die sozialpolitische Entwicklung der letzten 30 Jahre, was berufliche Inklusion für diese Zielgruppe ausgemacht haben. Wir stehen in einem Spannungsfeld. Ich glaube auch, die Einladung jetzt hier zu diesem Forum der BGW zeigt auch deutlich, dass das in Fokus gerückt wurde. Die Frage Inklusion von Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, das hat eine Wahrnehmung bekommen. Man merkt auch, dass eine Herausforderung darin besteht. Und ich glaube, es hat sich viel getan, das muss man berücksichtigen, aber es ist auch noch viel zu tun. Um das zu zeigen, möchte ich im ersten Teil kommen. Der zweite Teil beschäftigt sich damit, um die Bemühungen, unsere Bemühungen, in Hamburg, aber auch bundesweit einer Deinstitutionalisierung von Unterstützungsstrukturen. Deinstitutionalisierung meine ich genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Wie gesagt, die Leistung und personeller und finanzieller Art sind in dem System der beruflichen Rehabilitation in Deutschland, so wie es gesetzlich normiert ist, zunehmend oder sind sehr stark fixiert auf institutionelle Förderung, und wir sind, wie gesagt, bemüht darum, eine Personenzentrierung in den Unterstützungsleistungen besser zu realisieren zu können. Wie wir das gemacht haben, würde ich ganz gerne im zweiten Schritt darauf einkommen und dann im dritten Schritt vielleicht Ihnen auch Möglichkeiten geben, mal in die Praxis der Unterstützungsleistungen zu kommen. Mich würde sehr freuen, deshalb habe ich das hier nochmal vorgestellt unter 1 bis 3. Ich freue mich über jede Unterbrechung, die im Chat kommt. Frau Doncic wird mich darauf hinweisen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch mit diesen technischen Rahmenbedingungen doch zu sowas kommen wie einer kleinen Diskussion oder einer Diskussion um diese Sachen. Fragen gerne. Ich würde dafür aber auch gerne von Ihnen jetzt erstmal wissen, weil mir ist relativ unklar, mit wem, wer sich zugeschaltet hat, aus welchem Kontext Ihr Interesse kommt. So kann ich vielleicht also auch auf die ein oder andere Sache noch detaillierter eingehen. Und ich glaube, dass Frau Doncic jetzt ein TED starten kann, wo Sie die Möglichkeit haben, die Fragen zu beantworten. Ja, genau. So? Ja, die Umfrage habe ich gestartet. Die dürfte in ein paar Sekunden bei Ihnen zu sehen sein. In der Zeit können wir ja die Antwortmöglichkeiten nochmal zeigen. Die werden nämlich in der Umfrage nochmal verkürzt dargestellt. Und ich habe Sie richtig verstanden. Ich sehe jetzt Sie geben jetzt, Sie, die, genau, die Zuhörerinnen geben jetzt die. So in etwa 5 bis 6 Sekunden dürfte die Umfrage bei Ihnen zu sehen sein. Okay. Können Sie überhaupt mir irgendwo eine Vorstellung geben, Frau Doncic, mit wie vielen Leuten ich hier spreche? Ja, das kann ich gleich im Anschluss machen. Ich kann das jetzt nur gerade nicht abbrechen, weil die Umfrage läuft, aber das werde ich Ihnen im Anschluss sagen. So. Ich muss Ihnen nämlich sagen, ich spreche hier mit sonst nur mit 3 Leuten zusätzlich aus der Technik, und das ist für mich also auch ungewohnt. Ich komme mir eher vor wie bei den Tagesthemen. So, okay, dann sind aber jetzt auf jeden Fall die Ergebnisse auch schon da. Ja.
Also 86% kommen aus dem Bereich der beruflichen Unterstützung, Rehabilitation und Integration, also die Antwort 2. Ja. Und wir haben 14% Restliches. Das heißt also, das können wir nicht ganz genau zuordnen. Sie können auch gerne im Chat dann auch manuell schreiben, aus welchen Bereichen Sie denn dann tatsächlich kommen. Okay. Und die absolute Zahl, auf welche, Sie hatten jetzt die Prozentzahl gesagt, um eine einfache Vorstellung zu haben? Es sind 20 Teilnehmer. Okay. Dann würde ich nämlich, also ich schließe daraus, dass der überwiegende Teil doch sich im Bereich der beruflichen Rehabilitation sicher auskennt und in diesem Bereich tätig ist. Vielleicht würde mich aber trotzdem noch eine zweite Umfrage schätzen. Wir können darüber danach oder im Anschluss nochmal darüber sprechen. Und diese zweite Umfrage, die würde mich interessieren, worin sehen Sie, wenn Sie Prioritäten setzen, die Hauptgrund, dass es Menschen mit Behinderung nicht ausreichend gelingt, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können? Vielleicht können Sie da, es geht sicherlich, jeder von uns wird im Kopf haben, ja, es liegt an mehreren Faktoren, aber Sie können in diesem TED, wenn ich es richtig verstanden habe, nur eine Antwort angeben. Das heißt, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als unter den Angeboten, die wir gemacht haben, der Antworten, sich zu entscheiden, wo sehen Sie die größte Herausforderung oder größte Hindernis für die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung? Die Umfrage habe ich gestartet, also die dürfte jetzt gleich bei Ihnen zu sehen sein. Noch ein paar Sekunden. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall zur Antwortmöglichkeit 1, also an genereller Skepsis, Leistungsorientierung. Ja. Wir haben dann auch die gleiche Prozentzahl für die Antwortmöglichkeit 2, also fehlende Informationen über die Unterstützungsmöglichkeiten. Mhm. Dann einmal 14% fehlende Erfahrung und dann auch nochmal 29% gesetzlicher Kündigungsschutz. Wie viel gesetzlicher Kündigungsschutz? 29. Also wir haben sowohl die Antwortmöglichkeit 1, 2 und 3 mit 29% beantwortet. Und die restlichen 14 sind dann bei Antwortmöglichkeit 3. Okay. Ich würde vielleicht ganz gerne im zweiten Teil noch mal drauf eingehen wollen. Vielleicht können wir darüber auch noch diskutieren, weil ich glaube, ich kann das nachvollziehen, diese Sache. Das ist auch die Frage. Ich glaube, die Bewertung erscheint mir immer aus einer berufspädagogischen Sicht zu fragen, wie fördere ich diesen Personenkreis, vielleicht ein wenig anders akzentuiert, würde ich für mich zumindest feststellen. Aber kommen wir vielleicht nachfolgend noch drauf. Mein Plan erstmal, ich habe Ihnen das irgendwo gesagt, es geht jetzt im ersten Teil des Workshops oder des Vortrages erstmal, wie gesagt, um einen Rückblick, was ist in 30 Jahren Inklusion in Deutschland gesetzlich passiert und auch sozialpolitische Veränderungen. Wer gilt überhaupt als Werkstatt bedürftig. Ich verkürze das schnell, wenn ich sehe, dass Sie doch hauptsächlich aus einem Kreis kommen, die fachlich in dem Bereich Werkstatt und berufliche Rehabilitation tätig sind. Dann wissen Sie, werkstattbedürftig oder werkstattberechtigt sind die Personen, die aufgrund Art und Schwere ihrer Behinderung nicht oder noch nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können. So sagt das Sozialgesetzbuch 9. Diese Personen gelten, so, man mag sich mit dem Begriff nicht anfreunden, aber sie gelten gesetzlich erstmal als nicht erwerbsfähig. Das ist die Grenzziehung der Berechtigung, in einer Werkstatt für Behinderte tätig zu sein. Und nach unten hin, also nach unten meine ich hinsichtlich des Leistungsvermögens, gibt es eine weitere Grenze, in einer Werkstatt für Behinderte tätig zu sein.
Das ist die Voraussetzung, dass ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Leistungsfähigkeit erbracht werden kann. Das ist erstmal der Korridor von dem Personenkreis, von dem wir sprechen. Wir nehmen jetzt erstmal dahin, wer auch immer diese Bewertung erfolgt. Es kann nicht jeder in einer Werkstatt für Behinderte tätig sein. Und man muss auch sagen, das hat uns sehr geholfen, um diese Entwicklung im Kontext von unterstützter Beschäftigung überhaupt realisieren zu können. Wir haben in Deutschland das Privileg, dass es einen Rechtsanspruch für diesen Personenkreis gibt. Also ein Rechtsanspruch für diesen Personenkreis, die in diesem Korridor der Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, anders als Personen, die ansonsten in die Erwerbslosigkeit fallen, einen Anspruch auf berufliche Rehabilitation. Die Fragestellung für uns ist nur, muss diese Leistung als solches an eine Werkstatt für Behinderte gebunden sein? Ich habe versucht, in dieser nachfolgenden Übersicht, Diagramm, nur irgendwo den regelhaften Ablauf von der Ansprüche auf Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für Behinderte darzustellen. Der Pfeil oben symbolisiert eine berufliche Biografie von jemand, der von der Leistungsfähigkeit in diesen Korridor der Werkstatt für Behinderte fällt. Das heißt, lesen wir von links nach rechts, jemand mit Lernschwierigkeiten absolviert. Ich habe unten die Dauer 10 oder 11 Jahre angegeben. In den Bundesländern unterschiedlich die Schulpflicht. In Hamburg haben wir 11-jährige Schulpflicht. Nach der Beendigung der Schulpflicht kommt regelhaft die Agentur für Arbeit, Berufsberatung, REASB, bewertet diesen, was ich vorhin als Leistungskorridor beschrieben habe. Und wenn festgestellt wird, dass eine Werkstattberechtigung vorliegt, kommt eine Zuweisung oder eine Empfehlung für das sogenannte Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstatt für Behinderte. Zuständiger Leistungsträger ist die Agentur für Arbeit bundesweit und die Förderung beträgt 3 Monate im sogenannten Eingangsverfahren und 24 Monate im Berufsbildungsbereich. Ist dieser Förderanspruch dann ausgeschöpft, also die 27 Monate im Berufsbildungsbereich, und besteht immer noch eine Werkstattbedürftigkeit, so gehen die Personen über, hier im grünen Bereich gekennzeichnet, in den sogenannten Arbeitsbereich der Werkstatt für Behinderte zuständig. Dafür ist die Eingliederungshilfe als Leistungsträger und der Anspruch ist jetzt erstmal berufsleben lang nicht limitiert, zeitlich nicht limitiert. Das heißt, in diesem Rahmen der institutionellen Förderung der Werkstatt für Behinderte können Menschen, die aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit oder Leistungseinschränkung dementsprechend eine Werkstattempfehlung oder Bedürftigkeit haben, können berufslebenslang in einer Werkstatt für Behinderte tätig sein. Dieses ist ein Rechtsanspruch in Deutschland, den man nicht unterschätzen sollte. Wenn wir den vergleichen mit anderen, auch europäischen Ländern, ist natürlich für uns die Grundlage gewesen, eine Deinstitutionalisierung oder eine Wahlmöglichkeit dazu zu verschaffen, immer verbunden gewesen und ist immer damit verbunden, dass wir reklamieren können, dass diese Personen auch in einer Werkstatt für Behinderte Förderansprüche hätten. Was ist die Herausforderung auch seit 1992, als wir begonnen haben, sozialpolitische Herausforderung gewesen? Wir haben 1992, als wir mit der Hamburger Arbeitsassistenz, wie gesagt, als Modellprojekt begonnen haben, gab es bundesweit ca. 100.000 Plätze in Werkstätten für Behinderte. Heute, also
29 Jahre später sind wir auf einer Platzzahl von Werkstatt für Behinderten von ungefähr 320.000 Plätzen. Da fehlt eine Null, sehe ich gerade. Also es hat sich verdreifacht, die Zuwachsrate jährlich beträgt ca. 3-4%. Das heißt also, wir sind sicherlich mit der Anforderung, Wahlmöglichkeiten zu verschaffen, alles andere als eine Bedrohung für das System der Werkstatt für Behinderte, sondern es handelt sich ausschließlich um ein wichtiges, meines Erachtens sozialpolitisches Element, wo man sagen kann, die Wahlmöglichkeit für diesen Personenkreis, auch außerhalb der Werkstatt für Behinderte einen Arbeitsplatz finden zu können, muss sich erhöhen. Wir haben Übergänge aus den Werkstätten für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die werden statistisch unterschiedlich angegeben, aber ich kenne mit Ausnahme von Projekten oder Regionen, wo die unterstützte Beschäftigung schon greift mit Instrumenten, auf die ich später zurückkomme, allgemein immer Übergangszahlen von unter 1% auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ich denke, das ist wichtig, sich das irgendwo klar zu machen, diese Zahlen, weil sicherlich kommt man zu einer sehr unterschiedlichen Bewertung einer Tätigkeit in einer Werkstatt für Behinderte, insbesondere im Berufsbildungsbereich, wenn ich sagen würde, dieses ist eine Ausbildungs-, eine Übergangsphase, ein geeignetes Sprungbrett, um einen Job auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden. Wäre die Bewertung der Tätigkeit in einer Werkstatt für Behinderte oder dieses Rehabilitations-, die Unterstützung der beruflichen Rehabilitation eine ganz andere, als wenn man sagt, in der Regel sind es doch Dauerarbeitsplätze. Also wer in einer Werkstatt für Behinderte beginnt, wird zum Großteil auch sein Berufsleben in einer Werkstatt für Behinderte beenden. Das ist eine sehr unterschiedliche Voraussetzung der Bewertung des Unterstützungssystems. Und ich denke, das Wichtige ist, in der Bewertung unserer Idee der unterstützten Beschäftigung zu sagen, es ist ein Mosaik, ein weiterer Mosaikstein für diesen Personenkreis, der eben behinderungsbedingt auf unserem Arbeitsmarkt, so wie er gestaltet ist, erhebliche Schwierigkeiten hat, überhaupt einen Zugang zu finden. Wir haben neben diesen Zahlen auch sozialpolitisch ganz andere Herausforderungen, als wir es noch 1992 gehabt haben. 1992 gab es noch nicht den Begriff der Inklusion, beruflichen Inklusion. Wir haben von Integration gesprochen. Es war auch sicherlich eine Idee, wo man gesagt hat, gut, vielleicht klappt es auch nicht, eine verbesserte Übergang zu gestalten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Das hat sich aber nicht nur durch die 2009 durch die UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 27 habe ich hier in dieser Folie nochmal aufgeschrieben, aber auch durch das Sozialgesetzbuch 9 und auch durch das Bundesteilhabegesetz erheblich, die Anforderungen sind erheblich gestiegen an die Sozialpolitik, Wahlmöglichkeiten für diesen, für Menschen mit Behinderung zur verbesserten Teilhabe am Arbeitsleben zu schaffen, auch durch gesetzliche Veränderungen. Da ist auch vieles passiert. Das möchte ich Ihnen im Nachfolgend auch noch mal vorstellen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass wir es im Augenblick mit einem ich würde mal sagen, seit 10, 15 Jahren gegenüber 2000 und gegenüber 1992 geradezu mit einem Paradigmenwechsel zu tun haben. Wir sind gestartet sicherlich als Modellprojekt mit der Fragestellung,
können Menschen mit Behinderung auch außerhalb der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten? Ja oder nein? Wenn die Antwort gewesen wäre aus dem Modellprojekt, nein, es klappt nicht, hätte vielleicht keiner irgendwo gesagt oder hätte keine Ansprüche daraus geltend machen können, sondern es wäre dann irgendwo so gewesen, es ist eine Erkenntnis, dass der allgemeine Arbeitsmarkt abgeschlossen ist für diesen Personenkreis. Da waren noch gesetzlich wesentlich mehr Freiheiten, das so zu interpretieren. Heute unter den geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen muss man das schon anders formulieren. Heute ist der Gesetzgeber oder Sozialpolitik im Gegensatz zu früher gefordert, zu fragen, welche Unterstützung oder Förderleistung bedarf es, um die Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern. Das heißt, Sozialpolitik ist gefordert im Moment, und ich glaube, das Bundesteilhabegesetz ist ein gutes Beispiel dafür, um neue Instrumente der personenzentrierten Förderung zu entwickeln, um zu sagen, welche Unterstützungsleistung können wir euch anbieten, euch Anbietern und euch Menschen mit Behinderung, um eine Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben zu verbessern. Vielleicht zu diesem Punkt, bevor ich zu den Ideen, wie wir diese Deinstitutionalisierung auf welcher gesetzlichen Grundlage bewerkstelligt haben, will ich nochmal Frau Donschitt fragen, ob irgendwas, ich hoffe, eingegangen ist. Ja, haben wir. Wir haben tatsächlich eine Frage. Die Frage wäre, die soziale Marktwirtschaft wird zunehmend gewinnorientierter. Wie will man da gegensteuern? Ja, ob es jetzt zunehmend gewinnorientierter ist, sei dahingestellt. Sicherlich sind strukturelle Veränderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt festzustellen. Ich glaube auch, dass ich, als ich angefangen habe, mit dem Projekt der Hamburger Arbeitsassistenz dachte ich ohnehin, dass spätestens nach 3 Jahren alle Hamburger Betriebe die Bereitschaft zeigen, für eine Inklusion von uns abgegrast sein würden und wir dann gar keine Chancen mehr haben. Wir müssen aber, ich gebe hier auch, also sicherlich die strukturellen Veränderungen, Leistungsorientierung ist vorhanden, aber da zu kapitulieren dafür, wir müssen es schaffen, meines Erachtens, und die einzige Möglichkeit, es zu schaffen, sind zwei Elemente, dass man Unterstützung gibt für eine passgenaue Platzierung am Arbeitsplatz, dass man Vermittlungshilfen gibt für den Personenkreis, den wir haben, und dass man ein, was wir als Jobcoaching bezeichnen, personelle Unterstützung anbietet und zusätzlich, und da gibt es auch, komme ich nachher noch drauf, ein weiteres Unterstützungselement, dass man auch finanzielle Unterstützung den Betrieben anbieten können, wo behinderungsbedingte Minderleistungen auch dauerhaft jetzt mittlerweile ausgeglichen werden, dass man quasi mit diesen Förderungen, personeller Unterstützung, finanzielle Unterstützung, auch eine Antwort auf marktwirtschaftliche Prozesse und gewinnorientierte Prozesse geben kann. Ich sehe keine andere Chance, wenn man sich nicht mit diesem Personenkreis vollkommen abkoppeln wollte von dem allgemeinen Arbeitsmarkt, als über die entsprechende Unterstützungsstrukturen nachzudenken und mit diesen zu arbeiten. Und ich glaube, unsere Erfahrung zeigt, dass das sehr gut funktioniert. Das wäre es fürs Erste, die Fragen. Ich will zu dieser Frage personelle Unterstützung und finanzielle Unterstützung komme ich jetzt in dem zweiten Teil der Frage, was ich hier mit Deinstitutionalisierung bezeichnet habe, mit den Unterstützungsstrukturen komme ich auch noch zu sprechen. Wir haben, wenn Sie oben rechts, sehen Sie nochmal die Grafik, die ich in einer Folie davor hatte. Also die regelhafte Förderung in der Institution Werkstatt für Behinderte nach der Schule in den Beruf. Sie erinnern sich, 10 oder 11 Schuljahre, danach kommt in der Phase 1 die Berufsberatung
der Agentur für Arbeit und nachfolgend die Eingliederungshilfe mit dem sogenannten Arbeitsbereich. Hierauf, das habe ich gesagt, besteht ein Rechtsanspruch der Förderung. So, unsere Idee war, ich glaube, es war 1995, dass wir gesagt haben, wieso ist es erforderlich, Schulabgängerinnen im ersten Schritt gleich das Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich der Institution, der Werkstatt für Behinderte zu bieten, wäre es nicht sinnvoll, eine entsprechende Phase der beruflichen Orientierung und Qualifizierung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes durchzuführen. Natürlich mit personeller Unterstützung und Möglichkeiten der Erprobung von unterschiedlichen Berufsfeldern, Lernfeldern, um dann zu einer beruflichen Qualifizierung und Orientierung zu kommen. Ziel kongruent mit dem betrieblichen Berufsbildung in der Werkstatt für Behinderte ist es insofern ja auch der Berufsbildungsbereich, Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich, das primäre Ziel hat, die Personen im Berufsbildungsbereich möglichst gut auf den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Wir haben damals mit diesem Konzept, wir haben es betriebliche Berufsbildungsbereich genannt, den führen wir auch weiterhin durch, haben wir eine Konstruktion gewählt, in der wir quasi die Institutionalisierung, die gesetzliche Institutionalisierung dieses Fördersystems überbrücken mussten. Das heißt, wir haben es, und das will diese Grafik da zeigen, wir haben eine betriebliche Berufsbildung so konzipiert, in Kooperation hier mit den Werkstätten für Behinderte, dass wir gesagt haben, gut, die gesetzlichen Bedingungen sagen, die Agentur für Arbeit kann nicht Menschen mit einer Empfehlung für den Berufsbildungsbereich an die Hamburger Arbeitsassistenz direkt verweisen, weil wir keine anerkannte Werkstatt sind und im Gesetz steht, das Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbereich hat in einer Werkstatt für Behinderte stattzufinden. So haben wir eine Konstruktion als Modellprojekt in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit in Nürnberg und Abstimmung mit der Agentur hier in Hamburg gehabt, wo wir gesagt haben, wir machen es so, die Agentur für Arbeit weist die Person wie gesetzlich vorgesehen, an eine Werkstatt für Behinderte zu. Und wir sind Dienstleister mit unserem betrieblichen, personenzentrierten Angebot für die betriebliche Orientierung und Qualifizierung für die Werkstatt für Behinderte. Das heißt, die Personen, die wir in der betrieblichen Berufsbildung haben, sind rein rechtlich in einer Werkstatt für behinderte Menschen, jetzt hier in Hamburg in den Elbe-Werkstätten angemeldet. Und wir kooperieren mit den Elbe-Werkstätten als Dienstleister, dass wir betriebliche Berufsbildungsbereich durchführen und eben an Lernorten von Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Funktioniert super, funktioniert gut, hat auch den Vorteil, muss man sagen, oder einer hohen Durchlässigkeit. Also grundsätzlich können Personen, die im Berufsbildungsbereich der Werkstatt sind, auch ohne viel Aufwand wechseln in die betriebliche Berufsbildung und in die andere Richtung natürlich auch. So haben wir die Institutionalisierung, ich glaube, es war 1995 oder 96, wo wir die erste Kooperation mit den Werkstätten hier in Hamburg gemacht haben. Diese wird fortgesetzt, diese Kooperation. Wir haben durchschnittlich in dieser betrieblichen Berufsbildung ungefähr 30 Personen, die das Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich in dieser betrieblichen Form absolvieren.
Damit hatten wir die Möglichkeit, wir haben übrigens Übergangsphasen, wir haben das als Modellprojekt auch gemacht, ich glaube bis zum Jahre 2000 und hatten zumindest eine Übergangsquote aus dem Berufsbildungsbereich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, der knapp 50% gewesen ist. Also eine deutlich höhere Anzahl als die, die ich genannt habe, die ansonsten aus den Werkstätten für Behinderte die Möglichkeit haben, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Wir haben natürlich auch dann, die Herausforderung gehabt. Selbst wenn die Übergangsquoten von Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt hoch gewesen sind, so gibt es natürlich viele Personen auch, die innerhalb der zur Verfügung stehenden 27 Monate nicht es geschafft haben oder wir es nicht geschafft haben, sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in ein Arbeitsverhältnis vermitteln zu können. Für diese Person bestand dann einfach die Herausforderung, entweder hätten wir den inklusiven Weg, betrieblichen Weg, abbrechen müssen nach 27 Monaten und dann sagen müssen, so jetzt gibt es keine andere Möglichkeit mehr, als in einer Werkstatt für Behinderte eben im Arbeitsbereich tätig zu sein. Und das ist eine Herausforderung gewesen, dass wir eine weitere Maßnahme hier mit dem Träger der Sozialhilfe vereinbaren konnten. Und die war bis vor kurzem gebunden an eine Regelung, die das SGB 12 kannte. Das ist die sogenannte sonstige Beschäftigungsstätte gewesen. Das heißt also, hier ist schon eine Möglichkeit gewesen, die der Gesetzgeber eingeräumt hat, eine Leistung im Arbeitsbereich einer Werkstatt für Behinderte auch außerhalb einer anerkannten Werkstatt für Behinderte anzubieten. Das haben wir eine Leistungsvereinbarung gehabt, die auf dieser Grundlage des Paragraphen im SGB 12 sonstige Beschäftigungsstätte basiert hat. Wir haben die jetzt abgelöst durch eine neue Leistungsvereinbarung, die basiert auf dem Paragraph 60 SGB 9, wo es heißt andere Leistungsanbieter. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Bundesteilhabegesetz jetzt die Möglichkeit gibt, sowohl im Berufsbildungsbereich, also dem vorher genannten gelben Bereich, die Phase 1, als auch den Arbeitsbereich nicht mehr ausschließlich binden zu müssen an eine anerkannte Werkstatt für Behinderte, sondern es können seit 2018, so ist die gesetzliche Veränderung vorgesehen, auch andere Leistungsanbieter Leistungsvereinbarungen entweder mit der Agentur für Arbeit schließen oder mit dem Sozialhilfeträger, um für diesen Personenkreis analoge Leistungen anzubieten. Also ein deutlicher Schritt auch dahin zu sagen, gut, es ist eine Öffnung, es ist eine Wahlmöglichkeit für den Personenkreis stärker gegeben, auch unabhängig von den regionalen Angeboten der jeweiligen Werkstätten für Behinderte, entsprechende Leistung zu empfangen. Dieses Integrationspraktikum ist identisch von den Zugangsvoraussetzungen mit dem Arbeitsbereich der Werkstatt für Behinderte. Es findet ausschließlich in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes statt, die Leistung. Das heißt, Lernort ist Betrieb und Zielsetzung ist auch hier von uns, einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit eines Wechsels. Jederzeit, braucht nicht nur aus dem Berufsbildungsbereich in das Integrationspraktikum zu wechseln, sondern es steht auch offen, der Zugang, der Wechsel in das Integrationspraktikum für jede Beschäftigten und jeden Beschäftigten, der im Arbeitsbereich der Werkstatt für Behinderte tätig ist.
Das heißt also, von der Grundstruktur ist es, wechselt jemand von aus einer Werkstatt für Behinderte in das Integrationspraktikum, wie ein Wechsel von einer Werkstatt für Behinderte A in eine Werkstatt für Behinderte B. Das ist, rechtlich ist es gleichbedeutend. Wir haben dann mit der Zielsetzung, die Personen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln zu können, haben wir schon frühzeitig eine Vereinbarung hier getroffen mit dem Integrationsamt Hamburg und konnten dort die Assistenzbegleitung am Arbeitsplatz sichern. Das heißt, wir gehen davon aus, und das ist, finde ich, wichtig, auch im Ansatz der unterstützten Beschäftigung, zu sagen, wir wollen die Teilhabe auch denjenigen oder wir müssen die Teilhabe auch denjenigen ermöglichen, die zum Zeitpunkt der Vermittlung auf den Arbeitsplatz noch weiterhin auf eine personelle Unterstützungsstruktur angewiesen sind. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass im Ansatz erst Rehabilitation und dann Platzierung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, dass der Zugang zu einem Platz auf dem allgemeinen Arbeitsvertrag gebunden sein muss, dass man auch keinen Bedarf mehr hat auf eine personelle Unterstützung, sondern auch diejenigen, die weiterhin personellen Unterstützungsbedarf haben, muss die Möglichkeit gegeben werden, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dieses haben wir so geleistet, dass wir mit dem Integrationsamt Hamburg in dem Fall, wenn wir Personen aus dem aus der betrieblichen Berufsbildung oder aus dem Integrationspraktikum die Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz zu schaffen, dass wir stets auch anbieten konnten, den Betrieb und den von uns unterstützten Arbeitnehmern, dass wir gesagt haben, wir brauchen dich zu dem Zeitpunkt, in dem du den Arbeitsvertrag abschließt, nicht aus dem Unterstützungssystem zu verabschieden, sondern wir können dich weiter begleiten am Arbeitsplatz über die begleitenden Hilfen. Das heißt, wir haben hier ein Instrument, was zuvor, zu dem Zeitpunkt, wo wir es verhandeln konnten mit dem Integrationsamt Hamburg, gab es ja die begleitenden Hilfen am Arbeitsplatz und Assistenzleistungen gesetzlich bereits, aber sie sind in anderen Regionen der Integrationsämtern primär diese Assistenzleistungen für Menschen mit Körperbehinderung oder für Gebärdensprachdolmetscher eingesetzt worden. Und wir haben eine sehr gute Kooperation hier erreichen können mit dem Integrationsamt, wo wir auch unser berufspädagogisches Personal für den Personenkreis Menschen mit Lernschwierigkeiten in diese Unterstützung reinbekommen konnten. Das heißt, wir stellen in dem Moment, wir melden, wenn der Übergang aus den Maßnahmen, die ich vorher vorgestellt habe, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgt ist, stellen wir einen Antrag beim Integrationsamt und sagen, hier, wir haben ein Arbeitsverhältnis von der Person sowieso. Diese Person bedarf einer weiteren Unterstützung von uns und da setzen wir einen Stundensatz an und ein Stundenkontingent, einen Umfang an. Das prüft das Integrationsamt und bewilligt uns dann so und so viele Stunden für jeweils einen Zeitraum von 12 Monaten. Wobei man sagen muss, diese 12 Monate sind jetzt nicht ein fixes Datum, zu dem dann die Selbstständigkeit erreicht werden muss, sondern wir können durchaus noch weiter Verlängerungen des Unterstützungsprozesses beantragen. Ich gucke jetzt mal in zwei Richtungen. Einmal, ob es Zwischenfragen sind und zweitens mit der Frage, ob wir jetzt schon die Pause machen. Ja, aktuell haben wir keine Zwischenfragen. Wir können aber eine 10-minütige Pause machen und danach dann weitermachen, wenn Sie möchten. Ja, ich würde sagen, das passt jetzt ganz gut, weil ich dann in eine veränderte oder eine erweiterte gesetzliche Form, auf der wir jetzt arbeiten können seit 2018,
zu sprechen kommen würde. Und vielleicht nutzen Sie ja auch, dann steigen wir auch so ein in die Pause, wenn Sie vielleicht die eine oder andere Frage haben, dann würden wir uns freuen. Dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. Genau, um 12 Uhr. Alles klar.